Wunderbar. Gut, genau. Ja, also willkommen bei dem Immunsystem-Booster-Webinar. Ich kenne das von der Praxis her. Februar, das ist oft so der Monat, wo dann viele kommen, die so einen richtigen emotionalen Durchhänger haben. Das ist meistens ganz klar, man kennt es auch, dann geht der Vitamin-D-Spiegel richtig in den Keller. Wenn jemand also den nicht supplementiert und dann, wenn Vitamin D so richtig nach unten fährt, also dann sind die Leute meistens erstens schon mal nicht so gut drauf und das ganze Immunsystem ist er dann ziemlich in einer Herausforderung. Was wir zum Beispiel wirklich optimal machen können, jetzt gerade so, dass wir uns so gesund, wie es nur irgendwie geht, hält, dass wir einfach dran denken, gerade so im Winter in der Heizungsperiode, die Schleimhäute sind enorm zu trocken, also viel, viel zu trocken. Und man kennt ja so, dass viele, die hängen dann bei der Heizung irgendwas an. Das ist meistens so die ultimative Brutstätte für Bakterien. Und was halt super ist, wenn wir also praktisch mit Verneblern arbeiten, wo wir ätherische Öle einfach reingeben. Und wir haben zu Hause, wir haben einen Holzofen, also der braucht noch ein bisschen mehr Sauerstoff als die meisten. Ich habe wirklich einen Vernebler in Dauerschleife laufen. Also den bestücke ich mit also wechselnden ätherischen Ölen, dass ich halt wirklich die Schleimhäute gut durchfeuchtet habe. Weil ein Riesenproblem, was dann zu diesen, ja, mit zu diesen Erkältungswellen auch führt, ist einfach die viel zu trockenen Schleimhäute, also die dann so auch Mikroverletzungen bekommen können. Und dann haben halt zum Beispiel Viren und Bakterien ein echt leichtes Spiel. Also gerade wenn man nach draußen geht und die Schleimhaut ist nicht gut durchfeuchtet, dann hat die noch eine größere Herausforderung. Und wenn man dann von allen Seiten angenießt und angeschnupft wird, also dann haben halt die Viren und Bakterien wirklich ein leichtes Spiel. Also das Erste ist, schon mal da ansetzen, dass man wirklich sagt, okay, also zu Hause Vernebler wirklich laufen zu lassen und da wirklich schaut, dass man wirklich gut durchfeuchtende Schleimhäute hat. Dass man nicht von Viren und Bakterien so angegangen wird. Also es ist natürlich so, wenn wir jetzt gerade so in der U-Bahn oder irgendwo unterwegs sind, dann nehmen wir natürlich also eine riesen Portion, sagen wir mal, Bakterien mit auf. Bei uns in Deutschland kennt man eigentlich nur gut Hände waschen. Das ist uns schon bewusst, wenn man dann an die Türklinken oder praktisch so diese Einkaufswägen hinfasst. Also die sind ja super besiedelt. Da weiß man, also praktisch mit Hände waschen, das wäre jetzt schon mal eine super Variante. Es gibt ja auch noch diesen Siefspray, wo man einfach sagt, okay, den hat man dabei, sprüht man sich kurz ein, wenn man nicht zum Händewaschen kommt und hat einmal so mal so da das meiste dann schon geregelt. Ich habe 10 Jahre in Japan gelebt und in Japan, da ist ja Händeschütteln nicht so gang und gäbe wie hier. Da hat man die Kinder immer angehalten, Kinder, wenn ihr heimkommt, nehmt ein Glas Wasser, gurgelt und spuckt es aus. Weil wir haben einen riesen Pool an Bakterien so im Hals- und Rachenraum. Und wenn wir heimkommen, trinken wir ein Glas Wasser, dann hat man das dann wirklich intus. Also das ist halt wirklich optimal, wo man sagt, okay, beim Heimkommen erst einmal gurgeln, das ausspucken. Also das kommt wirklich mit ganz normalem Wasser sein. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt nochmal einen draufsetzen, dann gibt es natürlich auch noch dieses Thieves Fresh Essence Mundspülung, mit der man alternativ dann auch noch Spülungen machen kann. Aber wichtig ist einfach mal so das ganze Paket loszulassen. Also hier geht es nicht darum, um Gottes Willen super vorsichtig zu sein, also keine Paranoia bitte zu haben, aber es macht absolut Sinn, die Hände zu waschen und den Hals und Rachen einfach richtig gut auszuspülen. Frage zum Vernebler, kann man den mit normalem Wasser betreiben? Ja, genau, also diesen Dewdrop-Vernebler, also der ist auch designt dafür, den mit normalem Wasser zu betreiben. Wir haben immer wieder mal so eine Anfrage,
weil der natürlich dann schon irgendwie zu Verkalkungen neigt. Die kann man einfach super umgehen. Also jedes Mal, wenn man einfach praktisch einen Wechsel macht, einfach gerade mit so einem feuchten Tuch durchwischen, dann ist ja der Kalk noch nicht so richtig hart und dann kann man das einfach noch super, super gut wegmachen. Also gar kein Thema, genau. Was man im Winter gerne dran denkt, also im Winter tendieren wir ja so, wir wollen irgendwo was Ordentliches essen. Da mag man richtig was im Bauch haben, während man im Sommer gern Obst und Gemüse isst. Im Winter mag man irgendwie so, sage ich mal umgangssprachlich, was Gescheites. Es ist nur einfach so, dass idealerweise, gerade so in den Erkältungszeiten, dass wir einfach leicht essen, macht absolut Sinn, weil ein Riesenteil von unserem Immunsystem sitzt natürlich im Darm und wenn im Darm da gar nichts weitergeht und der permanente, der ganze Verdauungstrakt mit Ernährung überlastet ist, dann ist es ein Leichttest, dass jemand praktisch eine Erkältung bekommt, weil der Körper primär seine ganzen Energien in die Verdauung stecken muss, anstatt einfach zur Regeneration und in die Abwehr zu stecken. Also deshalb, wenn man schon so das Gefühl hat, jetzt hat man irgendwie was aufgeschnappt, in dieser Zeit wäre es einfach optimal, wenn man sagt, okay, man isst viel Gemüse, man isst Obst, also gern bitte auch frische Ananas oder Papaya, weil da haben wir viele Enzyme, oder eben gern auch frisches Sauerkraut. Da haben wir eben auch viele Enzyme, weil das hilft dem Körper einfach enorm. Also in dem Moment, wo man merkt, oh, jetzt hat es einem irgendwie erwischt, man merkt schon so ein Kratzen, so die ersten Anzeichen, da wäre das jetzt suboptimal, wenn man heimkommt und man isst jetzt dann noch ein paar Scheiben Brot oder Spaghetti oder also praktisch irgendwas, also mit komplexen Kohlenhydraten. Weil das ist oft mal, wenn der Körper eh schon geschwächt ist und eigentlich seine ganze Turboenergie in Richtung Abwehr stecken muss, also wenn dann da noch der Körper mit Verdauungsaufwand beschäftigt ist, das ist halt die absolut suboptimale Sache. Also meine Empfehlung ist immer, bis der letzte Husterer von dieser Periode dann einfach durch ist, einfach so leicht zu essen und im Idealfall jetzt mal die ganzen komplexen Kohlenhydrate, so Brot, Nudeln, auch Reis, Nüsse, also alles, was halt schwer ist, oder eben also Milchprodukte, wie also Milch, Quark und so weiter, Joghurt, einfach die wegzulassen. Also das heißt jetzt dann nicht nie mehr wieder, sondern gerade während dieser Phase ist es halt dann dem Körper ein leichtes, sich zu regenerieren. Und was ich immer recht gut finde, zum Beispiel es gibt ja dieses Öl DJs, da sind einfach also Kräuter drin, die eine gesunde Verdauung unterstützen. Und das finde ich dann in so einer Situation richtig gut, mal so einen Tropfen DJs auf die Hand gerne einfach verdünnen mit einem kaltgepressten Öl und das einfach quer über den Bauch auftragen, weil man einfach, da bekommt der Körper dann einfach nur eine zusätzliche Unterstützung für seine gesunde Verdauung. Oft ist es so, dass es Sinn macht, mal seinen Vitamin-D-Status bestimmen zu lassen und dann einfach so mal Vitamin D und auch Vitamin K2 zum Substituieren. Was auch oft eine gute Möglichkeit ist, einfach den Körper gerade so in diesen Phasen nur zusätzlich mit Nährstoffen zu unterstützen, dann sind zum Beispiel so die Graspulver, wie zum Beispiel auch das Multigreen-Kapsel, eine gute Möglichkeit, die früh und abend einfach zu nehmen. Und wenn wir jetzt gerade nochmal die Ernährung so durchwinken, es ist halt optimal, wenn man einfach mal sagt, okay, dann tut man einfach mal so die Zuckervariante ein bisschen runter reduzieren. Hat der Körper dann und liefert dem Körper also praktisch richtige Bausteine in puncto Obst und Gemüse und der Körper kann einfach wesentlich leichter dadurch und in die Regeneration gehen. Was eine super gute Möglichkeit ist, einfach um dem Körper Bausteine zu geben, dass der Körper so seine Selbstheilungskräfte unterstützt bekommt. Was ich da ganz gern mache, dass ich zum Beispiel abends Ölmassagen mache. Und es dürfen auch gerne also die verschiedensten Öle einfach sein.
Wenn man jetzt so das Gefühl hat, die Schnupfennasen, die ziehen einfach immer engere Kreise, ja, und also dann hat man schon einige, die einem im Büro oder in der Arbeit oder so anhusten, dann macht es natürlich Sinn, also sein eigenes Immunsystem so richtig hochzufahren, also erst einmal über die Ernährung, und was ich dann einfach super finde, zum Beispiel abends zur Ölmassage zu machen, da ist zum Beispiel das Öl RC, ein tolles Öl, was ich auch noch gern hernehme für die Ölmassagen, ist zum Beispiel das Öl Thieves. Und man kann die auch gerne, also beide kombinieren. Ich mache das manchmal ganz gern so, dass ich mir jeden Abend ein anderes Öl einfach rausnehme. Oder auch so gerade in diesem Monat gibt es das Eukalyptus Globulus im Angebot. Das ist auch mal ein schönes Öl, wo man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt da ein kaltgepresstes Öl auf die Hand, V6 oder Mandelöl oder Öl aus dem Küchenschrank, und gebe da vielleicht also für einen Erwachsenen vielleicht also 3 Tropfen, dürfen gern auch mehr sein, drauf und massiere das praktisch so von der Kreuzbeinregion praktisch über die Wirbelsäule rauf bis zur Nacken- und Schulternregion, und massiere ist bei mir so eher, ich schmiere es drauf. Ja, also wenn man das braucht, also da sind durchaus Kinder oder Ehepartner dazu fähig, wenn man sagt, du komm, kannst du mir das mal kurz auftragen, weil das ist einfach eine super gute Möglichkeit. Man kann das vorne auch noch so die Brustregion mitnehmen. Und wenn man also praktisch so auf sich selber angewiesen ist, dann, was immer super ist, zum Beispiel auch auf die Fußsohlen aufzutragen, dass der Körper einfach dann zusätzliche Unterstützung einfach bekommt durch die ätherischen Öle. Wenn man schon feststellt, okay, also im Büro, man ist jetzt vielleicht so die Einzige oder die Einzige, die praktisch richtig fit ist, dann finde ich das zum Beispiel ganz gut, wenn man zum Beispiel, bevor man außer Haus geht, dass man sich Öle auf die Fußsohle aufträgt. Ich meine, man mag das ja meistens dann nicht, dass man praktisch so sief so öffentlich trägt, weil das ist ja so, man kommt dann ins Büro und die anderen sagen, okay, hast du Weihnachtsplätzchen dabei, weil man riecht ja dann schon stark. Und wenn das auf den Füßen, auf der Fußsohle früh aufgetragen ist, also da bekommen die anderen also relativ wenig mit, und man hat natürlich dann noch den Vorteil, abends, man steigt dann aus den Winterstiefeln aus, und wo bei den anderen das eher nicht so das prickelnde Geruchserlebnis ist, duften unsere Füße dann richtig angenehm. Und also da wechsle ich oft ab. Also ich denke mir oft, wenn ich jeden Tag ein anderes Öl habe, dann habe ich so die ganze Palette gut abgedeckt. Also eins meiner Lieblingsöle ist natürlich dann auch noch das Purification. Das ist so, trage ich einfach gerne auf die Füße auf. Das Thieves, wenn das Thieves regelmäßig aufgetragen wird, dann ist es super, das zu verdünnen. Man denkt immer, dass der Körper einfach immer alles aushalten muss. Nur im Thieves habe ich halt Zimt und Nelke. Zimt und Nelke sind mit den heißen Ölen mit dabei. Und dann, wenn ich zum Beispiel Zimt und Nelke verdünne, dann habe ich ein verdünntes Öl, aber ein Tropfen ätherisches Öl bleibt ein Tropfen ätherisches Öl, auch wenn ich es verdünne. Also praktisch so, die Wirkung ist deshalb nicht weniger. Und wenn ich regelmäßig ein Öl auf der gleichen Stelle auftrage, wird zum Beispiel die Steves, da ist irgendwann eventuell auch die Fußsohle, dass die reagiert. Deshalb bitte auch gerne das verdünnen. Also dann kann zum Beispiel an einem Tag gerne mal das RC auf die Fußsohlen aufgetragen werden. Oder eben so das Eukalyptus. Also wirklich, ich wechsle da richtig gut durch. Und wir haben zum Beispiel auch einige, die in der Pflege arbeiten, also gerade mal so von den Caritas-Stationen, die so in die Häuser reingehen, die oft auch gesagt haben, also das ist gerade noch so bei älteren Leuten, die sie nicht so wirklich selber versorgen können, und dann wird auch nicht so gelüftet, wie man das auch gerne hätte. Und die sagen halt teilweise, also das war für die teilweise richtig schwierig, in diese Haushalte reinzugehen, wo die Luft praktisch so steht und dann auch noch so übertrocknete Luft ist. Und sie haben einfach gesagt, sie haben selber richtig gut profitiert, wenn die zum Beispiel einen Schal anhatten
und ein bisschen von dem Sieb auf den Schal gegeben hat. Man muss nur schauen, dass also praktisch die Farbe nicht drunter leidet. Und sie sind halt dann so in ihrer eigenen Sieb-Glocke unterwegs gewesen und sie haben gesagt, also das hat ihnen wesentlich geholfen, praktisch bei guter Gesundheit durch den ganzen Winter zu gehen. Also das ist einfach eine super Möglichkeit. Und was ich zum Beispiel sehr gut finde, also gerade wenn in einer Familie, wo jeder mit seinem Bakterienpool ja, von der Schule, vom Kindergarten, von der Arbeit oder so heimkommt, dann finde ich das zum Beispiel gut, dass einmal abends so im Esszimmer oder wo halt alle miteinander sind, so der Vernebler läuft, wo man so die super Familienmischung finde ich zum Beispiel gern Thieves gemischt mit Zitrone, weil das hat nur so ein bisschen so einen frischen Geruch. Zimt und Nelke wirken hier genauso noch mit. Also das ist einfach eine super Möglichkeit, was ich gerne mache, wenn zum Beispiel so ein Hustenreiz da ist, der auch oft einmal von viel zu trockenen Schleimhäuten kommt, dass die dann in ihrem Schlafzimmer einen Vernebler stehen haben mit zum Beispiel ein paar Tropfen RC im Vernebler. Der darf dann auch mal ausnahmsweise neben dem Bett stehen und einfach laufen und stellt einfach fest, dass das geschmeidige Durchatmen in einer Luft, die gut durchfeuchtet ist, also wesentlich leichter fällt, also wesentlich besser ist, als wenn das nicht gemacht wird. Genau. Und was zum Beispiel eine gute Möglichkeit ist, dass man also sein Immunsystem zusätzlich noch so einen Boost gibt. Wir haben hier die Plusöle und da ist einmal das Thieves und einmal das Öl Zitrone und ich mache da gerne mal Kapseln. Es gibt ja diese Kapseln, weil das ist nochmal so eine andere Möglichkeit, dass man sagt, ich muss jetzt nicht nach Thieves und nach Zitrone duften. Ja? Man kann die auch zusätzlich innerlich nehmen. Ich kann mir zum Beispiel davon ein paar Tropfen in eine Kapsel geben. Die fülle ich dann noch ein bisschen auf mit einem kaltgepressten Öl. Und dann schon mit einem guten Glas Wasser. Ich weiß, die Kapseln kann man mit einem Schluck runtertrinken, aber ich finde es einfach besser, wenn die zusätzlich dann trotzdem noch ein gutes Glas Wasser haben. Das ätherische Öl Thieves ist auch genial, wenn man sagt, man macht sich jetzt mal so einen Kräutertee oder man macht sich vielleicht zum Beispiel eine heiße Zitrone und gibt dann nochmal einen Tropfen von dem Thieves mit rein. Was ich auch genial finde, also wenn man mal selber sich so ein Apfelpüree macht, was ich gerne mache, also praktisch, ich nehme die rohen Äpfel und die schäle ich und lasse die durch eine Küchenmaschine durch und dann habe ich dann praktisch rohes Apfelpüree und dann noch einen Tropfen Thieves von diesem Plusöl dazu. Also das ist praktisch ein super gesundes Winter. Apfelpüree, also schmeckt auch wirklich super lecker und das ist halt eine gute Möglichkeit. Viele klagen unter diesen extrem kalten Füßen, also die so richtig extrem kalte Füße haben. Was da super ist, also diese Fußbäder, abendliche Fußbäder, ich nehme da immer gerne Ingwerknolle und da reibe ich so ein Stück einfach rein, da brechen die Fasern auf und die ätherischen Öle werden frei und dann, also es ist wesentlich effektiver, als wenn man den Ingwer einfach nur in Scheiben schneiden würde. Wir haben ja auch das ätherische Öl Ingwer, also das ist für die Momente, wo man keine Knolle eben dann da hat und man macht dann da also richtig gutes Fußbad und beim Raussteigen, also dürfen wir die Füße abfrottieren und gerne eben dann noch also ein bisschen Wintergrün mit drauf. Man sagt oft, Wintergrün, das nimmt so die energetische Kälte aus dem Gewebe und man stellt oft fest, also dass man das, wenn man das ein paar Tage hintereinander macht und dann wirklich also schöne kuschelwarme Socken und vielleicht nochmal zusätzlich eine Wärmflasche, also da kann man sich oft wirklich viel
wieder an Wärme ins System zurückholen. Was zum Beispiel auch ein guter Wärmefaktor ist, ist das Öl Cinnamon Bark, die Zimtrinde. Das, also das geht auch ohne vorhergehendes Fußbad, wo man einfach mal sagt, weil das macht also richtig schön warm. Das gehört aber jetzt echt verdünnt. Das gehört echt verdünnt, also kaltgepresstes Öl und ein paar Tropfen von dem Cinnamon Bark und einfach da auftragen, wo man es haben möchte. Also bei dem einen, die sagen, okay, das sind die kalten Füße, bei dem anderen sind es eher so die Nacken- und Schulterpartie. Das kennt man ja, wenn man keinen Schal hat und dann ist man immer mit hochgezogenen Schultern unterwegs. Bei manchen ist es aber gerade so die Lenden- und Hüftpartie, die einfach nicht so gut durchblutet ist und einfach dann extrem kalt ist. Also da ist die Zimtrinde wirklich genial dafür. Kleiner Tipp, also die ist echt heiß. Und man kennt es ja zum Beispiel bei heißen Ölen, wenn man sagt, okay, man hat das jetzt aufgetragen und dann will man gerade noch schnell so ein Haar aus dem Gesicht wegmachen. Also das ist dann echt der Burner. Da muss man dann wirklich aufpassen, dass man also wirklich dann gut die Hände gewaschen hat. Und das ist also eine super Möglichkeit. Also die wärmenden Öle für die Haut, das ist also wirklich... die Zimtrinde, Wintergrün, Ingwer ist auch gut, genau. Also da haben wir einfach zusätzlich noch eine richtig gute Möglichkeit. Es gibt noch ein paar andere Öle, die man eben als Nahrungsergänzungsmittel gerne mit einsetzen kann. Also zum Beispiel das eine ist der Thymian. Kann man sich einfach so eine Kapsel machen. Also ich mische oft gerne die Zitrone mit, wo man einfach sagt, okay, ein paar Tropfen Zitrone und der Thymian in der Kapsel oder eben auch Oregano. Bei Oregano, also das Oregano, das sind auch so alles die hochantioxidativen Öle, die da super in einer Kapsel gegeben, richtig gut sind. Es gibt auch schon fertige Ölmischungen von Young Living, die als Nahrungsergänzungsmittel so zugelassen sind. Eins ist zum Beispiel das Inner Defense, das sind also praktisch Gelkapseln. Da muss man halt dann nicht selber so sich die Kapsel zusammenfriemeln, sondern die kann man einfach wirklich super gut einfach selber machen. Es ist oftmals so, wo man sagt, okay, bei Erwachsenen, gerade so wenn so diese, wenn man so die Selbstheilungskräfte unterstützen möchte, gerade was so Atmung und so betrifft, für Kinder ist ein Öl wirklich optimal, das ist die Myrte, weil die Myrte ist einfach ein sehr mildes Öl, gerade bei Kindern, bei kleinen Kindern würden wir jetzt nicht Pfefferminz oder Eukalyptus hernehmen, also wir kennen ja so diesen Eukalyptus-Effekt, man macht einen Tropfen Eukalyptus, verreibt es zwischen die Hände und wenn man das dann so einatmet, man kennt ja dieses Eukalyptol, dass man dann so das Gefühl hat, boah, man kriegt wesentlich mehr Luft, also wesentlich größeres Luftvolumen. Nur bei kleinen Kindern, das kann halt ein bisschen heftig sein. Also das, man sagt, da lässt man einfach Pfefferminz und das Eukalyptus weg. Und da ist zum Beispiel dann die Myrte ein super Öl. Oder für die etwas größeren Kinder, da gibt es dann das Eukalyptusblut, das einfach noch wesentlich milder ist. Was oft einmal noch so eine Sache ist im Winter, das ist der berühmte Winterblues. Ja, wo man einfach sagt, gerade wenn es solche Tage sind, wo die Wolken draußen tiefer hängen, als sie eigentlich hängen, aber für einen, das geht einem so auf den Zeiger, auf die Psyche. Ja. Und da ist halt wirklich super, also an solchen Tagen, wenn ich aufwache und stehe schon fest, okay, heute kein blauer Himmel, dann ist so der erste Gang in der Früh zum Vernebler und der wird erst einmal mit Zitrone oder Orange bestückt. Und wissen Sie, ein super cooles Öl ist die Limette. Also die Limette, das ist so, ja, so ein Hauch Karibikurlaub oder eben ein Stress Away, weil die hat die Limette drin und so diese Zitrusöle, ich suche mir halt irgendwas aus, solo oder eher einfach gemischt. Und stellen Vernebler an und wenn so mein morgendliches Ritual durch ist und ich komme zum Beispiel in Küche und Wohnzimmer, da ist es dann schon behaglich, da ist schon der sonnige Süden eingekehrt und man ist halt wesentlich anders drauf. Also man ist wesentlich besser drauf, wesentlich besser unterwegs und ich mag das dann auch wirklich gerne, dass ich zum Beispiel irgendein Öl nehme und
Also alle Frauen mit langen Haaren, wir haben jetzt da einen riesen Vorteil, weil wir haben super Vernebler. Ich knete mir gern ein bisschen von dem Öl in die Haare und ich habe halt dann so meine eigene Öleglocke dabei und rieche halt das und bin dann halt schon gleich mal von Haus aus wesentlich, wesentlich besser drauf. Was oft einmal ein Öl ist, das noch ein bisschen so ein Vitalitätsbooster ist, das ist zum Beispiel das Öl Endoflex. Das Öl Endoflex, man sagt, das steht auch so für die endokrinen Drüsen. Also dass das einfach zusätzlich so ein Vitalitäts- und Lebensfreude-Booster ist, was ich gern mache. Ich trage es mir gern eben auf dem Hals auf, zum Beispiel aufs Brustbein oder auf dem unteren Rücken. Und das ist in vielen Fällen, dass so kurz nach dem Auftragen, man hat so das Gefühl, okay, also jetzt steigt so die Lebensfreude auf einer Skala an. Es ist ja oft so, wenn ich es auf dem unteren Rücken auftrage, dass ich so wirklich wieder so das Gefühl habe, also ich kriege jetzt wieder energetisch mehr Power. Also es ist eine super Möglichkeit, da einfach noch damit zu arbeiten. Und ein Öl, das ich im Winter sehr schätze, das ist zum Beispiel das Öl Purification. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich praktisch so die Selbstheilungskräfte des Immunsystems einfach zusätzlich, also das gute Selbstheilungskräfte und das gute Immunsystem unterstütze. Ich trage mir das einfach gerne auf dem Hals auf, so auch vor und hinterm Ohr, dass man einfach wirklich schaut, dass so alle Schutzschilder richtig nach oben gefahren sind. Was mir im Winter wichtiger denn je ist, ist die Vermeidung von Stress. Also man kennt ja das, also in dem Moment, wo wir Stress haben, kippt so dieses ganze Immunsystem-Schild. Ich denke jetzt gerade mal so Menschen, die einen Herpes haben, in dem Moment, wo wir Stress haben, kippt das Milieu ganz schnell ins Saure. Und das ist so heute Stress, morgen Herpes, aber das ist auch im anderen heute Stress, morgen Erkältung oder heute Stress, morgen gehen wir so dann einen Schritt weiter so in die Grippe-Richtung. Und deshalb ist wirklich super alles, was wir machen können, um praktisch Stress runter zu minimieren, ist natürlich also von oberster Wichtigkeit. Und da schätze ich halt zum Beispiel die Öle wie Stressaway, Lavendel. Jeder hat so seinen persönlichen Liebling, den man hier wirklich super, super verwenden kann. Genau. Was ich von vielen Mamas höre, Winter, das ist oft so das Läuse-Thema in der Schule und im Kindergarten. Also das ist dann immer so für die Familien der Super-GAU, gerade mal, wenn es mehrere Kinder sind. Und was ich da zum Beispiel so prophylaktisch mache, das ist eigentlich eher so die kosmetische Anwendung, weil das ist jetzt zum Beispiel, ob es jetzt das Öl, das Teebaumöl, dass das Teebaumöl einfach richtig effektiv, um diese unerwünschten Tierchen einfach fernzuhalten. Und man kann das zum Beispiel so nach dem Haarewaschen machen, dass man einfach so, so zwei Tropfen von Purification zum Beispiel hernimmt. Oder als Smellrose oder als Teebaumöl selber und dann einfach so kopfüber mal so das bisschen in die Haare knetet oder dass man sich so ein Sprühfläschchen macht, 50 Milliliter, vielleicht so 8 Tropfen von dem ätherischen Öl rein und in der Früh, Kinder, kopfüber und einfach ein bisschen einsprühen, also das wäre dann die Variante, wenn man sagt, okay, in dieser Klasse sind die gerade unterwegs, also die Kinder riechen dann natürlich schon ein bisschen, also das muss man schon abklären, dass es auch für die anderen dann okay ist, aber das wäre jetzt einfach mal so eine Möglichkeit, sich diese
naja, unerwünschten Bewohner einfach da vom Leib zu halten. Was ich zusätzlich gerne verwende, also wenn jemand zum Beispiel extrem kalten Händen und Füßen neigt, wo dann praktisch so die Finger also dann super weiß werden und die dann also richtig ordentlich wehtun, da massiere ich einfach gerne die Hände mit der Zypresse. Die Zypresse ist einfach so ein Öl, das bringt alles einfach wieder gut in den Fluss. Und das ist oft einmal so, da klecke ich nicht, da gehe ich eher so ein bisschen in die größere Ebene, dann dürfen ruhig schon mal 2-3 Tropfen Zypressenöl auf die Hand einfach richtig gut durchmassieren. Und das ist einfach eine super Möglichkeit. Also wenn jemand weiß, dass er schon dazu neigt und man macht einfach dann diese Massagen, also da ist so eine Massage wirklich, wirklich wertvoll, dass man also praktisch dass man die Durchblutung einfach richtig super beibehält. Es gibt noch ein paar Öle, die für diese Winterzeit richtig gut sind. Zum Beispiel das Öl Immo Power. Das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Öl, das man gerne mal mit kaltem gepresstem Öl auf die Fußsohlen mitnimmt, wenn man es zu Hause hat, oder gerade so auf den unteren Rückenbereich mitnimmt. Was super ist, also gerade wenn jemand die Möglichkeit hat, also die Sonne hat zwar jetzt nicht den optimalen Einstrahlungswinkel, dass wir jetzt da großartig Vitamin D aufbauen, aber es wäre wirklich super. Also wenn man die Möglichkeit hat, dass man zum Mittag eine halbe Stunde Sonne tanken kann, irgendwo in der Sonne sitzen, also das wäre eben auch eine wichtige Geschichte, dass man da sein Immunsystem richtig gut in die Höhe fährt. Und was man auch weiß, dass zum Beispiel gerade wenn der Körper gut hydriert ist, also viel also praktisch Wasser bekommen hat, das ist ganz was anderes als wie ein Körper, der also sehr viel Getränke in Form von, naja, Kaffee, Limo, Aperol oder solchen Sachen bekommt. Also gerade zu dieser Zeit einfach dran denken, dass man einfach wesentlich mehr trinkt als üblich und das Wasser nicht mehr schmeckt. Also das gilt spätestens seit diesen Plusölen nimmer, weil wir können natürlich das Wasser aromatisieren von Mandarine, Orange, Zitrone. Also, dass das Wasser nicht schmeckt, das gilt jetzt nimmer. Und da kann man also wirklich dann sehr viel Gutes tun in dem Moment, dass wir einfach nur leicht essen, viel Wasser trinken. Das ist eine wirklich super Möglichkeit. Ja gut, das war jetzt das Wort vom Dienstag. die Möglichkeit, dass wir einfach unsere Selbstheilungskräfte richtig ordentlich nach oben halten. Und ich wünsche allen ein richtig gutes Durchkommen durch den Winter, so ohne auf alle möglichen Erkältungswellen mit aufzuspringen. Alles klar. Super, dann wünsche ich einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.